Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in Devolve Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute will ich euch ein sehr schickes Mount zeigen und zwar haben wir hier schon einmal das Mount, das schimpft sich Seaspark und ihr seht, das ist so ein Ruberviech, sieht sehr sehr cool aus, wie ich finde. Und wie wir das kriegen, will ich euch jetzt einmal zeigen. Beziehungsweise davor würde ich sagen, schauen wir uns noch das Mount Special an. Was der macht. Gehen wir noch ein bisschen weg. Ja, hat schon was, ne? Also er brüllt einmal ein bisschen, die Flügel flattern auch. Hat auf jeden Fall was. Und ja, wo kriegen wir das her? Das ist ein bisschen längeres Gefarme. Wir müssen nämlich erstmal ein Item besorgen. Dazu befinden wir uns im vierten Gebiet aus The War Within. Und zwar Ashkahed. Und da sind wir jetzt hier etwa auf den Koordinaten 62, 66. Hier spawnt nämlich ein Rare. Und dieser Rare droppt ein Item, und zwar eine Fiole. Und wie man den ausspricht, ich habe es jetzt ein paar Mal versucht. Es ist schwierig. Ich lasse euch das mal einspielen, was der Google-Übersetzer sagt, wie der Rare ausgesprochen wird. Kaktaz. Kaktaz. Also ist natürlich wahrscheinlich auch falsch, aber der fängt mit TK an. Trk, keine Ahnung. Also wir nennen ihn jetzt Kaktaz. Ja. Und der hat eine relativ lange Abklingzeit, dass der Spawn. Genau kann ich es euch jetzt noch nicht sagen. Auf WoWhead haben ein paar Leute berichtet, dass sie ihn gecampt haben. Manche meinen, sie waren da 6 Stunden, andere meinen, sie waren da über 10 Stunden gestanden, bis der Typ spawnt. Heißt, wenn ihr den farmen wollt, dann habt ihr wenn ein Glück wie ich und fliegt hier vorbei und der ist zufällig da. Oder ihr könnt natürlich den campen, wie hier viele andere Leute das auch schon machen. Im Tool könnt ihr natürlich auch danach nach dem Namen suchen und schauen, ob zufällig einer den gefunden hat. Genau, also das sind so die Optionen. Wenn ihr den dann gefunden habt und umhaut, dann gibt es eine Möglichkeit, dass er ein Item droppt. Und dieses Item ist die besagte Fiole. Hier haben wir sie, also Fiole mit Kaktazblut, sage ich jetzt einfach mal. Und da hat man aktuell eine Dropchance von 74%. Das ist wahrscheinlich ein 100% Drop, aber nur, wenn euer Char 78 bis 80 ist. Ja, wenn ihr niedriger seid, kriegt ihr die nicht. Deswegen, das sind halt die 26% Leute, sind wahrscheinlich mit dem Low-Char dran gewesen. Wir haben das mit einer Gruppe umgehauen von 4 Leuten und 3 Leute, mich eingeschlossen, haben das Teil gekriegt. Einer, der Low-Level war, hat es nicht bekommen. Also ihr braucht halt einen hochleveligen Char. Genau. Sobald ihr das Ding habt, geht der nervige Teil los. Und zwar müsst ihr dann verschiedene Quests machen. Ihr kippt nämlich das Item, startet eine Quest. Die müsst ihr dann, ich meine hier hinten war das einmal ab. Und jetzt ist es so, dass wenn ihr die abgegeben habt, eine erste Quest bekommt. Und bei der ersten Quest ist es dann so, dass ihr verschiedene Sachen bringen müsst. Und zwar müsst ihr Ketinteile bringen, und zwar 1500 Ketinteile. Und wo kriegt ihr die her? Jegliche Neruba in der kompletten Expansion droppen die. Ja, oder können die zumindest droppen. Also in den Instanzen, später auch im Raid, hier in der kompletten Zone, aber auch in den anderen Zonen, wo Neruba sind, die können die alle droppen. Es gibt verschiedenste Farmspots. Es gab auch Spots, jetzt zum Beispiel hier einen vor der Mine und hier unten unter der Brücke, 2 Farmspots auf der ersten Insel, die sind mittlerweile genervt. Das waren quasi Multifarm-Spots, wo man quasi einen Force-Spawn hatte. Also wenn man genug Mobs umgehauen hat, sind automatisch neue nachgespawnt. Man konnte an der Stelle bleiben und die immer wieder umhauen. Die beiden sind genervt. Warum war es wichtig, in der ersten Zone die Spots zu haben? Naja, da konnte man noch so Splitter farmen, um ein anderes Mount zu kriegen. Also konnte man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zu dem anderen Mount mache ich dann auch noch ein Video, sobald ich es habe. Die sind, wie gesagt, genervt worden. Das beste Farm-Spot aktuell ist meiner Meinung nach hier oben in der Belagerungsfestung. Und zwar kann man hier in dieser kompletten Festung Viecher zusammenpullen, auch teilweise 30, 40 Mobs, wenn man hier große Bereiche pullt und die spawnen sehr schnell nach. Also wenn ihr hier quasi einmal so im Kreis oben rumlauft, oben sind hier auch Elite-Mobs mit einer Farmgruppe, dann habt ihr das relativ schnell zusammen. Wenn ihr dafür Gruppen sucht, geht ihr einfach ins Tool unter Benutzer definiert und dann könnt ihr, also ihr seht hier, Ketin sind schon in Haufen Gruppen drin, Ketin, und dann könnt ihr hier euch was aussuchen, ne? Also da gibt es einige Gruppen für. Genau, so viel dazu. Sobald ihr die Quest abgeschlossen habt, diese 1500 zu farmen, das dauert schon ein paar Stündchen, kriegt ihr eine zweite Quest und dafür müsst ihr Toxin farmen. Und das Toxin kriegt ihr von allen Nerubern komplett in der Expansion. Heißt, selber Farmspot, dann farmt ihr 1000 Toxin auch wieder hier in dem Spot.
gebt ihr die Quest ab, das dauert auch wieder so. Ich glaube, dafür habe ich 2 Stunden gebraucht, das habe ich gut mitgestoppt. Für das andere, die 1500, habe ich, glaube ich, länger gebraucht, da habe ich an verschiedenen anderen Spots gefarmt. Und ja, dann gebt ihr das ab, dann kriegt ihr die nächste Quest und dafür müsst ihr dann 500 Neruba-Blut kriegen. Jetzt meint ihr, ihr geht dann in denselben Spot wieder zurück, diesmal nicht, diesmal müsst ihr Elite-Neruba killen. Es gibt zwar hier oben ein paar Elite-Neruba, das lohnt sich aber nicht. Es gibt hier dann verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt euch einmal anmelden, im zum Beispiel Anhänger-Dungeon oder auch normales, und zwar könnt ihr euch einmal für hier die Stadt anmelden, da sind ein Haufen Neruba drin und das da quasi farmen, also oder Stadt der Fäden, da könnt ihr euch anmelden, also es gehen theoretisch beide Neruba Dungeons oder was ich dann gemacht habe, was besser war, also die Innis waren nicht so effizient, fand ich, ist hier oben der Spot, ne? Also hier oben, diese Straße runter und rauf, da sind ewig viele Elite-Mobs und diese Elite-Mobs droppen komischerweise immer einen, also ein Blut. Wo ich diese Elite gekillt habe, habe ich teilweise 10 umgehauen und 1 bekommen. Die droppen irgendwie zu 100% immer 1 und in den Dungeons habe ich auch, ähnlich wie hier, für x Mobs mal ein Blut oder 2 gekriegt. Also das hier ist definitiv aktuell, ne? Blizzard nervt leider jeden Tag Sachen, aktuell der beste Spot, um die Elite Mobs fürs Blut zu farmen. Und wenn ihr das auch habt, geht ihr wieder zurück, gibt das Ding wieder ab, dann gibt es eine weitere Quest, wo der quasi dann euch das Mount zusammenbastelt, also das hier. Und dann habt ihr das Mount. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, aber ich habe oben die 7 Stunden quasi gebraucht für alle 3 Quests. Manche meinen, sie haben so 9 Stunden gebraucht für das Ganze. Es kommt halt immer drauf an, wie effizient eure Farmgruppe ist, welche Spots gerade aktuell genervt werden von Blizzard. Und genau, dann könnt ihr ein bisschen reinfarmen. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen das Mount. Heißt, erst relativ lang warten, bis der Rare kommt und dann halt stundenweise eine Ruba umhauen. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr farmt euch jetzt das Grunditem und macht keinen der Farms und tut im Laufe der Expansion, werdet ihr in Dungeon Raids viele Ruba töten und das über einen langen Weg machen. Das ist natürlich dann jedem selber überlassen. Übrigens, der Rare, den ihr umhaut, sieht genauso aus wie hier das Mount, ne? Also das ist quasi dasselbe in grün. Gut, das war es jetzt eigentlich mit dem kleinen Mount-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Solltet ihr noch irgendeinen anderen coolen Farmspot gefunden haben, der vielleicht auch besser ist als das, was ich vorgeschlagen habe, schreibt es gerne in die Kommentare, helft den Leuten aus der Community und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.